Sind wir doch mal ehrlich, mein Gaming-Setup sowie mein Zimmer könnte an einigen Stellen durchaus mal eine Renovierung gebrauchen. Denn ihr kennt mich als Gaming-Setup-YouTuber, also der Typ, der eure Setups bewertet und euch Tipps gibt. Und da auch ein gutes Zimmer sowie Setup zu haben, ist wirklich von Vorteil. Ich werde in diesem Video heute mein komplettes Zimmer abreißen, mit meinem Setup umziehen, eine neue Wandfarbe in den Raum bringen und meinen persönlichen Traumtisch aufbauen. Und damit herzlich willkommen zu Ich baue mein Traum-Gaming-Zimmer. Anfangen tun wir mit diesem Schrank. Der Schrank ist zu klobig, er nimmt viel zu viel Platz ein in diesem kleinen Zimmer und vor allem, ich brauche nur diese Tür hier. Der Rest ist Abstellkammer gefühlt. Auch wenn er hier mich durch viele coole Zeiten gebracht hat, gibt es für alle mal einen Abschied. Okay, das war eine Menge Arbeit. Aber cool, cool. Das hier ist auf jeden Fall Raum, mit dem man was anfangen kann. Und eigentlich, wenn ich so überlege, kann das Ganze hier auch alles weg. Wie ihr seht, in meinem Raum ist jetzt fast nichts mehr drin. Egal ob hier, hier hinten oder hier. Und wie ihr seht, wir haben schon eine ganz neue Tapete. Die kommt auf der Kamera, glaube ich, nicht so krass rüber wie in echt. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir haben nämlich jetzt nicht mehr so viele Bilder und Muster wie vorher, sondern einfach eine cleane, graue Optik. Einer der ersten Tipps, um den Raum hier etwas größer zu kriegen. Und ich muss sagen, das klappt auch schon ganz gut. Und naja, hier neben mir seht ihr schon das erste Möbelstück in diesem Raum. FlexiSpot hat mir einen ihrer hochfahrbaren Tische zugesendet. Ich bin richtig hyped auf das Ding. Also verliere nicht mehr viele Worte, mehr fahrt ihr nämlich noch gleich zu dem Tisch und wir packen das Ding jetzt mal ganz schnell aus. Ja, das wird eine Menge Arbeit. Nach guten 3 Stunden steht das Ding und wirklich, dieser Schreibtisch ist ein Traum. Aber so leer, wie er gerade ist, bringt uns der noch nicht so viel. Deswegen würde ich sagen, bauen wir erstmal so gut wie es geht halt das Setup auf. Das wird mal wieder eine Arbeit. Alles gut, ihr braucht mich helfen, alles gut. Ich komme schon klar. Und nun ja, jetzt habe ich das nächste hier, was wir aufbauen müssen. Was das ist, darauf könnt ihr euch noch gespannt sein, aber das ist nicht alles. Wir haben eigentlich noch das hier und das hier. Das biegt sich irgendwie auch schon so leicht durch, aber hey, 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 das muss schon so. Habe ich Lust auf das Ganze hier zusammenzubauen? Nee, nicht wirklich. Lebe ich aber schon seit einer Woche in einem halbfertigen Zimmer? Ja, so kann man es nennen. Also dann bauen wir das Ding nochmal auf. Ich sag euch ehrlich, wir sind gerade am Anfang und ich krieg das hier, also, ich krieg's nicht hin, wirklich, Alter, Mann, was ist das denn? Wie ihr daran sehen könnt, dass es in der Aufnahme langsam dunkel wird, saß ich da eine gute Stunde dran. Kann auch daran liegen, dass die Anleitung, naja, nicht so perfekt war. Und da steht das Ding, ihr seht es jetzt nur halb, aber es steht, das könnt ihr mir glauben. Das war eine Menge Arbeit, aber ich habe es ja first try hinbekommen. Ich krieg's nicht hin, wirklich, Alter. Aber leider ist die Arbeit tatsächlich noch nicht vorbei. Das Ding wird vor allem dafür genutzt, dass ich mehr Stauraum habe. Deswegen werden insgesamt 4 von diesen 6 Schubladen hier mit so Einsatzdingern gefüllt. Könnt ihr euch, glaube ich, gut vorstellen, was ich mit Dingern meine. Aber ich glaube, das wird ganz cool, wir haben mehr Stauraum. Und wir bringen noch etwas Schwarz hier in dieses momentan sehr, sehr weiße Zimmer.
Doch, ich bin ehrlich mit euch, so wie ich das vorher machen wollte, also quasi das Regal als eine Verlängerung des Tisches zu benutzen, sah es einfach überhaupt nicht gut aus. Nicht nur, dass ich die Schubladen nicht aufmachen konnte, nein, die Steckdosen waren auch versperrt und das war wirklich nicht perfekt, bis ich dann auf diese Idee hier gekommen bin. Direkt neben meinem Tisch habe ich das Regal dann also hingestellt. Die Schubladen und so mussten noch umgedreht werden, aber das war gar nicht so viel Arbeit. Dann wurde noch etwas Deko natürlich dazu geaddet, sowie die erste Dekopflanze. Dazu habe ich dann auch so einen grauen Blumentopf zugekauft. Pflanzen sehr, sehr wichtig, um den Raum hier etwas lebendiger zu gestalten. Deswegen wird das ja auch nicht die letzte sein. Die kam dann auf den Mini-Kühlschrank drauf und das fertige Regal ist fertig. Wie ich finde, sieht das schon sehr, sehr cool aus. Dann konnte der Tisch auch etwas weiter an die Wand geschoben werden. Und wir kommen zum letzten Punkt, bevor ich euch das Endergebnis zeige. Und zwar, ihr ahnt es schon, das Kabelmanagement. Die Idee ist, dass die ganzen Kabel etc. hinter dem Monitor herkommen. So haben wir nicht mehr das Problem, dass hier runter oder so Kabel drunter hängt, weil dann hier halt alles hierher ist. Und der PC steht ja eh auf dem Tisch, deswegen gibt es da gar nicht so viele Probleme mit. Ganz wichtig ist nämlich jetzt hier beim Kabelmanagement darauf zu achten, dass der Tisch ja auch hochfahrbar ist und da vielleicht die Kabel etwas länger sein müssen. Und wenn wir schon gerade von dem Tisch reden, kann ich euch doch davon etwas mehr erzählen. Das Team von FlexiSpot war nämlich so nett und hat mir den E7 einer ihrer hochfahrbaren Tische zugesendet. Und ich bin wirklich verliebt in das Ding. Egal wie breit, wie lang der Tisch, welche Farbe die Tischbeine haben, welche Farbe die Tischplatte hat, auf der Seite von FlexiSpot könnt ihr euch wirklich alles frei aussuchen und am Ende kriegt ihr dann so ein Schmuckstück wie dieser hier nach Hause geliefert. Und keine Sorge, ihr habt nicht nur die normalen Knöpfe zum Verstellen. Ja, das macht extrem viel Spaß. Ihr könnt 4 Modus sogar noch belegen. Das heißt zum Beispiel ein Stehprofil, ein Sitzprofil, was ihr ganz einfach durch den Knopf M einstellen könnt. Das versteht sogar so ein Idiot wie ich. Also holt euch jetzt diesen hier oder einer der anderen Tische von FlexiSpot. Denn zwischendurch, während man spielt, Videos anguckt, arbeitet, zu stehen, ist eine gute Abwechslung und auch sehr gut für den Körper. Und es macht dein Setup natürlich noch verdammt cool. Das Kabelmanagement ist jetzt wirklich viel besser geworden. Es ist halt jetzt eine Menge an Kabel, die sich hinter den Monitoren befindet. Aber sobald es hinter den Monitoren ist, sieht man es ja wirklich nicht. Klar, der Tisch ist hochfahrbar, es befinden sich dann noch ein paar Kabel drunter. Aber das wird auf jeden Fall noch viel, viel besser gemacht. Nachdem ich dann auch noch einen LED-Strip hinter dem Tisch angebracht habe, die LEDs, wie ich finde, in einer sehr coolen Farbe eingestellt habe und mir das ein oder andere Wallpaper gezogen habe, war das Setup fertig. Und damit würde ich sagen, wenn jetzt nicht hinter mir dieser komische Ammonieren-Button wäre, ich denke, ihr wisst, was ihr zu tun habt, das ist der Fortschritt von Part 1 und ein Schritt näher zu meinem Traum-Gaming-Zimmer. Ich finde, das Setup sieht wirklich ultra cool aus. Wir haben keine richtige Farbe momentan drin. Heißt, man kann die LEDs in jeder möglichen Farbe einstellen. Was wirklich sehr, sehr cool ist und bei meinem alten Setup sehr gefehlt hat. Aber auf jeden Fall gibt es noch tausende Sachen, die besser gehen. Es gibt noch so viele Probleme, Sachen, die wir ändern müssen. Und auch noch ein paar Möbel, die aufgebaut werden müssen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich noch alles vorhabe. Lasst gerne ein Abo da, um den nächsten Part nicht zu verpassen. Und schreibt gerne Kommentare, was euch in dem Zimmer noch fehlen würde. Danke FlexiSpot, danke euch, dass ihr sowas möglich macht. Und wir sehen uns im nächsten Part.